Servus und herzlich willkommen wieder zum neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Oh, was haben wir denn heute alles oder was machen wir denn heute? Also, Fakt ist, es geht schon mal um den 3er BMW hinter uns, beziehungsweise allgemein um die sogenannten F-Modelle. Und zwar schauen wir uns heute mal das Geheimmenü an. Und das zeige ich euch jetzt am Beispiel von diesem F30 bzw. F31. Was man da so alles findet, wie man da so reinkommt und warum das vielleicht manchmal ganz interessant sein kann. Und da wir das Geheimmenü jetzt nicht hier außen finden und das heute auch kein Schraubervideo wird, würde ich sagen, ich packe die Kamera und dann verdünnisieren wir uns jetzt mal in den Innenraum und dann schauen wir uns mal das sogenannte Geheimmenü an. Los geht's! So, da sind wir auch schon im Innenraum angekommen. Er ist jetzt gerade ein bisschen finster, wird gleich heller werden, das Bild, sobald mal die Zündung eingeschaltet ist. Denn die brauchen wir jetzt natürlich dann auch gleich, damit wir ins Geheimmenü reinkommen. Und was für uns das wichtigste Bedienelement für heute ist, ist dieser Knopf hier. Unser Knopf für den Tageskilometerzähler. Den brauchen wir aber nicht, um die Kilometer zu resetten, sondern um uns mal durchs Geheimmenü durchzuklicken. Und jetzt schauen wir mal, ob die Kamera da auf dem Lenkrad so hält. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir schalten die Zündung ein und drücken dann lange den Tageskilometer-Knopf. Hier ist er. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache so, entweder draufdrücken, gedrückt halten und gleichzeitig dann die Zündung einschalten oder die Zündung einschalten und gleich draufbleiben. So, ich mache es jetzt heute so, dass wir jetzt auf diesen Knopf draufgehen, die Zündung einschalten, draufbleiben. Es dauert jetzt einen kleinen Moment. Jawohl, und da sind wir auch schon. Und schon ist da ein Menü aufgegangen. Und da können wir uns jetzt ein bisschen mit dem Tageskilometer-Knopf, gehen wir jetzt ein bisschen durch, immer so klicken, klick, klick, klick. Klick. Und da kommt so ja eine Zeile, wo drauf steht Entriegelung. Und da können wir das sogenannte Geheimmenü entriegeln. Und hier bleiben wir jetzt wieder lange drauf. 2, 3 Sekunden. Dann haben wir es auch schon da. Da müssen wir jetzt einen Code eingeben. So, wo bekommen wir jetzt den Code her? Den Code bekommen wir von unserer Fahrgestellnummer. Und zwar nehmen wir da die letzten 5 Ziffern. Die zählen wir zusammen, die Zahlen summieren wir sozusagen und die Summe, was daraus entsteht, in meinem Fall ist es die 24, müssen wir jetzt 24 mal klicken. Das kann bei eurem Auto oder bei dem Auto, wo ihr das testet, natürlich auch eine andere Zahl sein. Das kann 13 sein, das kann, weiß ich nicht, 18 sein, 15 sein, 26, keine Ahnung. Bei mir ist sie 24, jetzt habe ich 24 mal drauf gedrückt. Jetzt halten wir den Knopf lange gedrückt. Jawohl, und jetzt geht's plötzlich weiter. Jetzt haben wir Verbrauch, Reichweite, Tank, Temperatur und so weiter. Da können wir uns jetzt einmal durchklicken und da können wir sozusagen einiges abfragen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal ganz kurz, gehen wir mal in 2, 3 Menüs rein. Und zwar schauen wir uns unter anderem mal jetzt den Verbrauch an. Natürlich haben wir eine Verbrauchsanzeige auf dem Bordcomputer, in diesem Fall sind es jetzt 7,6 Liter auf 100 Kilometer. Wir können uns aber auch einen Verbrauch Liter in der Stunde anzeigen lassen. Der ist natürlich aktuell bei 0 Liter, weil das Auto nicht läuft. So, dann bleiben wir wieder lange auf unseren Knopf drauf. Und schon sind wir wieder ein Level sozusagen zurückgesprungen. Da können wir uns noch die Reichweite anschauen. Oder was vielleicht auch manchmal einfach interessant ist zum Anschauen, ist zum Beispiel der Tank. Warum ist der Tank so interessant? Weil wir hier von den Tankfüllstandssensoren jetzt Widerstandswerte bekommen. Und zwar ist es bei manchen Autos so, dass man 2 Tanksensoren oder 2 Tankgeber, sage ich mal, verbaut sind. In diesem Fall ist einmal einer links, einer rechts. Und dann können wir uns zum Beispiel den Tankinhalt von dem linken Sensor und von dem rechten anzeigen lassen. Oder auch die Gesamtmenge beispielsweise. In diesem Fall ist im Auto, wie es ausschaut, 14,3 Liter. So, dann können wir noch weiter schauen. Was eigentlich sehr interessant ist, das Thema Temperatur.
Hier haben wir zum Beispiel eine Außentemperatur mit einem ADC-Wert. Das ist so ein Digitalwert. Der ist für uns allerdings uninteressant. Hier können wir zum Beispiel jetzt diesen Wert hernehmen. Da können wir mehr anfangen. Und was auch interessant ist, Kühlmitteltemperatur und Öltemperatur. Und da werden Sie jetzt vielleicht manche fragen, warum ist die Kühlmitteltemperatur für uns so interessant? Oder kann die so interessant sein? Naja, die kann zu Diagnosezwecken interessant sein. Zum Beispiel zum Fehlersuchen, wie sieht es aus, Thema Thermostat etc. Und vor allem haben wir bei solchen Autos wie zum Beispiel diesem F-Modell eine Öltemperaturanzeige und keine Kühlmittelanzeige. Und für die Leute, die sich öfters mal fragen, ja, sag mal, warum braucht denn der BMW so lange, bis der warm wird, vor allem im Winter? Bei anderen Fahrzeugen geht es schneller. Naja, das liegt an dem, dass das Öl einfach länger braucht, bis das durchgewärmt ist. Und wir haben hier zum Beispiel eine Kühlmitteltemperatur von 47 Grad, während wir eine Motoröltemperatur von 44 Grad haben. Also wir sehen zum Beispiel, das Öl braucht immer ein bisschen länger, bis das warm wird. So, und da können wir uns natürlich, wie gesagt, wieder durchklicken, aber das haben wir alles schon mal gesehen. Bleiben wir wieder lange auf dem Tageskilometer-Knopf und schon geht's weiter. Und dann können wir uns da noch ein paar so Dinge anzeigen lassen. Ich gehe jetzt, wie gesagt, nicht alles durch. Wir können auch Sachen überprüfen, wie zum Beispiel bei der Akustik, die ganzen Warntöne und Hinweistöne, würde jetzt durch uns vorspielen, sage ich jetzt einmal, und so weiter. Was auch noch vielleicht ganz interessant ist, das ist zum Beispiel der Korrekturfaktor. Und zwar ist das der Korrekturfaktor für die Verbrauchsanzeige. Allerdings sollte man hier nicht einfach irgendwie drin rumklicken. Wenn euch das interessiert, wie man, sage ich mal, diesen Verbrauchswert da ein bisschen, sage ich mal, nachjustiert. Also zum Beispiel, ihr rechnet euch an der Tankstelle aus, dass euer Auto 6 Liter Kraftstoff verbraucht und der Bordcomputer zeigt aber 6,5 Liter an, dann kann man das ein bisschen korrigieren. Muss man allerdings ein paar Sachen beachten, muss man auch ein bisschen rechnen, damit man hier die richtigen Werte eingeben kann. Wenn euch das interessiert, mache ich aber gerne ein separates Video darüber. Ja, das war's im Großen und Ganzen wieder. Und ja, hier können wir noch ein Software-Reset machen, das machen wir jetzt aber definitiv nicht. Und was wir auch noch können, ist einen Systemtest machen. Ich glaube, den machen wir jetzt einfach abschließend. Einfach, weil es lustig ist. Der bringt uns zwar jetzt nichts, aber den machen wir einfach. Bleiben wir mal lange drauf. Jawohl, und da machen wir noch mal kurz drauf. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie das ganze Kombi-Instrument so ein bisschen blinkt und leuchtet. Einfach, dass ein bisschen Farbe ins Video kommt. Einfach mal schnell abschließend. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich in diesem Sinne von euch und sage danke fürs Zuschauen. Kanal abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es nicht so lange gemacht habt. Kostet wie gesagt gar nichts. Und auch zwischendrin auch mal in die Videobeschreibung schauen. Da verlinke ich euch wie immer nützliche Werkzeuge und auch mal Autoersatzteile. Ja, und ansonsten Däumchen nach oben da lassen, nicht vergessen. Däumchen nach oben da lassen, nicht vergessen. Und ja. Gerne dürft ihr natürlich auch was in die Kommentare schreiben. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, und bevor ich's vergesse, wie kommen wir aus dem Menü wieder raus? Wir schalten einfach die Zündung aus. Ciao. Macht's gut. Danke. Servus.